Die Offenbarung 5. Das Buch mit den sieben Siegeln. Vers 1. Ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Dies ist der Buch der Offenbarung der Zukunft, den Jesus bekommen hat. Vers 2. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Vers 3. Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Vers 4. Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Vers 5. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir: Weine nicht, einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Also, liebe Brüder und Schwestern, dies ist der Buch, der offenbart, was in Zukunft sich ereignen wird. Aber wer hat die Würde, die Prophezeiungen, die Zukunft zu sehen? Auf der Erde ist keiner würdig. Aber wir lesen in Vers 3 auch nicht die Engel und die Erzengel im Himmel. Wir lesen in Matthäus 24, Vers 36, dass auch Jesus nicht wusste, was in Zukunft geschehen würde. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht, ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Also, wie wir gelesen haben, wusste auch Jesus damals noch nicht die Zukunft. Dann wurde Jesus gekreuzigt und starb. In diesen drei Tagen, bevor er auferstanden war, evangelisierte Jesus Seele drei Tage lang alle Seelen im Totenreich vom Alten Testament, die auf den Messias gewartet hatten. Nach dem dritten Tag stand Jesus von dem Tod auf und begegnet Maria Magdalena. Und er sagte zu ihr: Berühre mich nicht, ich bin noch nicht zum Vater gegangen. Er hatte noch nicht alle Macht bekommen. Und als er zum Vater war, spielte sich diese Szene hier ab, die wir gerade gelesen haben. Die, wo er das Buch der Offenbarung bekommt. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück. Wir lesen in Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Da ging Jesus auf seine Jüngern zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Liebe Brüder und Schwestern, auch wir Christen, die an Jesus Christus glauben, beteiligt mit dem Heiligen Geist und ein Teil des Körpers Jesus sind, haben die Ehre, die Prophezeiung, die Geheimnisse der Zukunft kennenzulernen. Selbst wissen wir durch das Buch Daniel, Kapitel 9, Vers 27, dass in Zukunft der Antichrist, eine politische Macht, eine siebenjährige Vereinbarung macht, und in diesem exakten Moment wissen wir, dass nach 7 Jahren Jesus Christus wiederkommen wird. Somit haben wir eine Ankündigung von 7 Jahren, so wie auch Noah 120 Jahre vorher angekündigt wurde, dass die Flut kam. So, dann möchte ich euch im Buch Amos Kapitel 3, Vers 7 vorlesen. Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Wir lesen auch Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 4. Du aber, Daniel, bewahr diese Botschaft sorgfältig auf. Schreib all diese Worte in ein Buch und versiegele es, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Viele werden es erforschen und zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Liebe Brüder und Schwestern, hier lesen wir, dass der Herr für die Christen, für uns Christen, alles offenbart. Deshalb ist es verkehrt zu lehren, dass keiner weiß, wann Jesus wiederkommt und keiner kennt die Zukunft. Warum hätte der Herr ein Drittel des Buch der Bibel, die aus Prophezeiungen besteht, dafür die Zeit verschwendet, diese schriftlich zu hinterlegen? Wäre es nicht lächerlich gewesen? Es ist alles kodiert hinterlegt, damit der Teufel und die Dämonen nicht alles verstehen. Deshalb, wir, die den Heiligen Geist empfangen haben, wird Gott alles offenbaren und wir werden diese Prophezeiungen verstehen. Wer aber sich nicht für den Heiligen Geist öffnet, nicht dran glaubt, sogar ablehnt, wird sich das Gedächtnis nie dafür öffnen, die Bibel oder die Offenbarung zu verstehen.
denn deren Herzen sind verschlossen. Wir lesen dazu Buch Daniel Kapitel 12, Vers 10. Gott wird viele Menschen auf die Probe stellen. Er wird sie läutern, damit ihr Glaube sich bewährt. Doch alle, die von Gott nichts wissen wollen, werden sich weiterhin gegen ihn auflehnen. Sie werden diese Botschaft nicht verstehen, die Weisen aber werden sie begreifen. Wir lesen dazu auch im Buch Matthäus, Kapitel 13, ab Vers 10. Später kamen seine Jünger und fragten ihn, weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortete, euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen, den anderen sind sie verborgen. Wer diese Geheimnisse begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen, bis er überreicht damit beschenkt ist. Doch wer kein Verständnis dafür hat, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen. Deshalb rede ich in Gleichnissen, denn die Menschen sehen, was ich tue, und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage, und hören und begreifen doch nicht. Damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und doch nichts verstehen, sehen und doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Liebe Brüder und Schwestern, es reicht nicht nur die Bibel lesen, sondern wir müssen das Wort Gottes weitergeben, evangelisieren, praktizieren. Nur so öffnet sich unser Gedächtnis noch mehr, sie zu verstehen. Ich, Frau Tele Giuseppe, versuche in mein Kleines, was ich in mein Kleines schaffe, die Aufgaben zu erfüllen, wie die Evangelisation auf den Straßen, das Beste zu machen. Und von Zeit zu Zeit hat der Herr mir die Offenbarung zu verstehen gegeben, was für mich vorher unerdenklich war. Wir lesen noch ein schönes Vers in das Evangelium von Johannes, Kapitel 14, Vers 21 bis 23. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, nicht Judas Iskariot, sondern der andere Jünger mit demselben Namen. Herr, weshalb willst du dich nur uns, deinen Jüngern, zu erkennen geben? Warum nicht der ganzen Welt? Ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben, und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Also, liebe Brüder und Schwestern, jetzt weiß Jesus alles. Um es nochmal besser zu erklären, Christus war immer im Himmel. Er war immer das Wort Gottes, aber nicht mit Jesus. Jesus Christus hat zwei Identitäten. Einmal war er der Sohn der sterblichen Maria im Fleisch, der am Kreuz gestorben ist und nicht auferstanden ist. Das Fleisch. Die zweite Identität ist Christus im Jesus, der Heilige Geist, der bei der Taufe durch Johannes, den Täufer, auf ihn herabgekommen ist. Ab diesem Moment war Jesus Christus. Auch wenn er von den Samen Gottes durch Maria auf die Welt gekommen ist, war Jesus trotz allem ein sterblicher Samen, durch die Sterblichkeit der Mutter. Der auferstanden ist, war nicht mehr Jesus im Fleisch, Knochen und Blut, sondern er war Christus im Fleisch, Knochen und Geist, der unsterbliche Geist von Christus. Nur Christus, der Sohn Gottes, nicht mehr der Sohn von Maria. Wir lesen weiter in Vers 6. Und dann sah ich es, in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Die Hörner repräsentieren ja die Macht. Und die Augen, das bedeutet, dass Jesus alles sieht, also alles überblickende Auge. Was dies auch sein können, lesen wir in dem gleichen Kapitel in Vers 12. Das ist meine Vermutung. Allein dem Lamm, das geopferte wurde, gehören alle Macht, Nummer 1. Nummer 2 alle Reichtum, Nummer 3 alle Weisheit, Nummer 4 alle Kraft, Nummer 5 Ehre, Nummer 6 Herrlichkeit, Nummer 7 Anbetung. Dies könnten die sieben Geister von Gott sein. Wir lesen weiter, Vers 7. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß,
und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Also, liebe Brüder und Schwestern, ich hatte es schon eben erwähnt, diese könnte die Szene sein, nachdem Jesus auferstanden war und zum Vater gegangen ist. Das heißt, Johannes hat eine Vision gesehen, die schon sich in Vergangenheit ereignet hatte. Wir wissen jetzt nicht, wie die Zeit im Himmel sein wird. Ich vermute, wir werden in das ewige Moment leben, wo wir nicht auf die Uhren schauen müssen. Aber ich muss zugeben, das verstehe ich nicht so ganz. Wir Lehrer müssen auch manchmal zugeben, dass wir nicht alles an Wahrheit wissen können. Denn schließlich hat Gott allein das alles überblickende Auge. Wir lesen weiter in Vers 8. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Die vier Gestalten kennen wir schon, so wie auch die 24 Ältesten. Die Schalen mit dem Weihrauch repräsentieren alle Gebete der Gläubigen, das heißt von uns oder auch Heiligen, auf die sich die Antworten der Prophezeiung basieren. Wir lesen weiter, Vers 9. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst sein Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen vor Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Vers 10. Durch dich sind sie jetzt König und Priester, die unserem Gott dienen, und sie werden über die ganze Erde herrschen. So, liebe Brüder und Schwestern, wir lesen in 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 19 bis 20. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört, lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Also, liebe Brüder und Schwestern, Jesus hat uns mit seinem Blut freigekauft. Das heißt, wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören Jesus Christus. Wir können nicht auf die Gnade Gottes und das ewige Leben verzichten, denn diese gehören uns nicht. Diese gehören an Christus, der sein Blut für uns vergossen hat. Wieso hat Gott das alles nur so gemacht? Weil nach der Erfahrung mit dem Teufel, das heißt nach der Erfahrung mit dem Mensch ohne Christus im Leben, kein Vertrauen mehr hat. Deshalb schickte Gott uns seinen Sohn, um uns freizukaufen mit seinem Blut. Und so hat er uns von der Hölle bewahrt. Denn durch den Empfang des Heiligen Geistes bringt er uns zur Reue. Der Zweck von Gott ist, uns als die Braut Jesus Christus zu gewinnen. Er ist nicht nur aus Mitleid zu uns ans Kreuz gestorben, sondern aus Liebe, um aus uns etwas viel, viel Größeres zu machen. Dazu lesen wir in Buch Exodus, Kapitel 19, Vers 5 und 6. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in der besonderen Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Wir lesen auch im Evangelium von Lukas, Kapitel 19, Vers 16 bis 18. Der Erste kam und berichtete: Herr, ich konnte mit deinem Geld das Zehnfache als Gewinn erwirtschaften. Ausgezeichnet, rief der König, du bist ein tüchtiger Verwalter. Du bist in dieser kleinen Aufgabe treu gewesen, darum vertraue ich dir die Verwaltung von 10 Städten an. Darauf trat der nächste Mann vor und berichtete: Herr, ich konnte mit deinem Pfund Silberstücke das Fünffache hinzuverdienen. Gut, antwortete sein Herr, du wirst Verwalter von 5 Städten. Ja, der Herr möchte uns in das neue Jerusalem gewinnen. Wir alle sind berufen, dort hinzukommen. Und diese Stadt sieht so aus. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 24. In diesem Licht werden die Völker der Erde leben, und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Wir lesen weiter in der Offenbarung 5, Vers 11 und 12.
Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und alle Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Amen. Genau, liebe Brüder und Schwestern, allein Jesus Christus gebührt die Würde. Wir sollten ihm die Würde der Macht geben, weil er für uns gestorben ist und die Krone soll von unserem Kopf fallen. Wir geben ihm die Würde des Reichtums. Unser Geld, unsere Häuser, Autos gehören uns nicht. Geben wir diese für Jesus Christus aus. Die Würde der Weisheit, die der Herr uns gegeben hat, diese für ihn zu nutzen. Die Würde der Kraft, die wir durch unseren langen Strecken für die Mission der Evangelisierung absolvieren sollten. Jesus Christus allein sollten wir die Ehre gebühren, nicht den Politikern oder den Direktoren der Banken. Die Herrlichkeit gebührt nur dem Herrn, nicht unserer Nation. Die Anbetung gebührt nur dem Herrn und die sollten wir jeden Tag machen. Denn wenn wir Gott anbeten, läuft das Böse weg. Das ist eines der größten Geheimnisse. Gelobt sei Jesus Christus. Befreit euch von den Bösen. Fangt mit dem Lob an Jesus Christus an. Jeden Tag dankt Gott dafür. Dankt ihm mit eurer ganzen Kraft, mit eurem ganzen Herz und Seele. Lobt Jesus Christus in jeder Lage oder Situation, in der ihr euch gerade befindet. Wenn es draußen regnet, lobt den Herrn, dass er euch vor dem Orkan bewahrt hat. Seid ihr im Gefängnis, lobt den Herrn, dass ihr noch Gefangene evangelisieren könnt. Bringt man euch gerade um, lobt den Herrn, denn das Reich Gottes ist nahe. Als Stephan gesteinigt wurde, lobte er den Herrn noch kurz vor seinem Tod und bat ihn, den Mördern zu verzeihen. Liebt eure Feinde, liebe Brüder und Schwestern, wie es in Matthäus Kapitel 5 steht, und segnet sie. Wir lesen weiter in der Offenbarung 5, Kapitel 13. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten, alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres. Sie alle riefen: Anbetung und Ehre aller Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für immer und ewig. Vers 14. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihren Armen, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Halleluja! Es gibt nur eine Tür, liebe Brüder und Schwestern, die zu dem Herrn führt, und das ist Jesus Christus. Wir lesen in Exodus Kapitel 19, Vers 1 bis 5. Genau am ersten Tag des dritten Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihre Lager auf. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen, sagt dies den Israeliten weiter. So, und so will Gott gelobt werden. Wir lesen im gleichen Exodus, Kapitel 20, Vers 1. Dann redete Gott, er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen kein Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keine neben mir.
Ganz genau, liebe Brüder und Schwestern. Du sollst keine anderen Götter haben. Andere Götter können auch Fernsehen, Geld, Haus oder auch gute Dinge, die wir mehr lieben wie Gott. Wir sollen keine Statuen anbeten, keine Engel. Manche Religionen tun es leider heute immer noch. Sie haben es immer bis heute noch nicht verstanden. Wir lesen auch in Offenbarung Kapitel 19, Vers 10, um es besser zu verstehen. Da fiel ich vor dem Engel nieder und wollte ihn anbeten. Aber er wehrte ab und sagte, nein, tu das nicht. Ich diene Gott ebenso wie du und deine Geschwister, die ihr euch zu Jesus bekennt. Bete allein Gott an, denn das Wesen jeder prophetischen Botschaft ist es, auf Jesus hinzuweisen. Das war der Johannes, der sich vor den Engeln hinkniete. Aber das vergaß er. Wir lesen auch nochmal in Offenbarung 22, Vers 8, dass er es nochmal tut. Wir lesen. Dies alles habe ich, Johannes, gehört und gesehen. Ich fiel vor dem Engel, der mir alles gezeigt hatte, nieder und wollte ihn anbeten. Vers 9. Aber er wehrte ab und sagte, nein, tu es nicht. Ich diene Gott ebenso wie du und deine Brüder und Schwestern, die Propheten und wie all die anderen, die nach den Worten dieses Buches leben. Gott allein sollst du anbeten. Gelobt sei Jesus Christus, er gibt uns die Kraft und die Macht über all das Böse. Er liebt uns von ganzem Herzen und wir ihn. Bis zum nächsten Kapitel, liebe Brüder und Schwestern, der Herr segne euch alle.